Wir wollen still werden und beten. Unser himmlischer Vater, allmächtiger Gott, wir stehen heute vor dein Angesicht und sehen auch, was unser Leben anbetrifft, hier auf dieser Erde bedroht. Aber wir können auf dich zurückgreifen, auf dich, Herr Jesus, der du unser persönlicher Erlöser bist. So sei nun mit uns, himmlischer Vater, schenke uns Kraft durch deinen Geist, dass wir es schaffen, uns in dieser zweiten Stunde zu konzentrieren. Halte alles Störende von uns fern. Schenke uns Kraft, dass wir aufmerksam sind. So bitte ich dich auch für unseren Bruder Theodor Fischer, schenke auch ihm Kraft durch deinen Geist, dass er die Worte, die er durch dich vorbereitet hat, heute klar und deutlich verkündigen kann. So hab Dank für alles, Herr im Himmel. Sei auch mit denen, die heute nicht anwesend sein können. Tröste sie. Tröste sie in den Stunden der Einsamkeit, in der Verzweiflung. Wir wissen, Herr, dass du uns nah bist, dass wir zu jeder Zeit auf dich zurückgreifen können, egal in welcher Stunde und in welcher Not. Hab Dank für dein Wort, für alles, was du uns jetzt schenken wirst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Meine lieben Schwestern und Brüder, liebe Gäste und Freunde, wir haben in der Bibelbetrachtung, die wir gerne auch Sabbatschule nennen, obwohl manche Leute sagen, Schule, das war nicht die beste Zeit, aber in der Bibelbetrachtung kommen wir Gott immer wieder ein Stück näher. Der Herr sagt uns, ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen. Und auf dem Weg zu dieser Heiligung führt uns auch die Bibelbetrachtung. Versucht einmal, wenn möglichst alle morgens zu kommen zur Bibelbetrachtung. Es ist ein großartiger Gewinn. Und in diesem Vierteljahr beschäftigen wir uns mit dem großen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Wir haben besprochen, dass Adam verführt wurde im Einzelnen, und wir haben eben von dem Widersacher Gottes gesungen, dass Gott größer ist und stärker. Und der Widersacher Gottes, der Teufel, der ja der höchste Engel war, Luzifer, der Lichtträger, der versucht auf verschiedene Weise, die Menschen zu verführen. Und sein tieferer Grund, und das muss uns bewusst werden, ist der, er will ja gar nicht zuerst dich und mich treffen, sondern er will Gott treffen und Jesus Christus. Deshalb ist er ja schon im Paradies hingegangen und hat verführt. Und fragte die Eva, ist es wirklich wahr, dass Gott gesagt hat, ihr dürft nicht von keinem einzigen Baum essen? Nein, sagte Eva, wir dürfen von allen Bäumen essen, nur von diesem nicht. Und dann geht es ja weiter, ihr wisst das. Aber wie Satan arbeitet, können wir auch in verschiedene Weise sehen. Und ich möchte mit euch zuerst einmal Hiob 1, Vers 6 bis 12 lesen. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, kam auch der Satan unter ihnen. Der Herr aber sprach zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, meinst du,
das Hiob Gott umsonst fürchtet. Hast du ihm doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher beschützt. Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zum Satan: Siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus von dem Herrn. Und wir wissen, wie es weitergeht. Der Satan, dem Gott hier die Erlaubnis erteilt hat, nicht alles in der Heiligen Schrift können wir verstehen, aber wir sehen hier, Gott prüft den Hiob. Er weiß, er sagt, er ist wunderbar, der macht alles, was er tun soll. Er ist praktisch fehlerlos. Nimm ihn als Vorbild. Und der Teufel sagt, nein, nein, nimm ihn mal weg, was er hat. Wenn er arm wird, dann wirst du sehen, dann sagt er dir ab. Aber wie ist es gegangen, als alles verloren war? Dann heißt es weiter in Vers 20, da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief und sprach: Ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. In diesem allem sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes vor Gott. Meint ihr, der Satan wäre jetzt zufrieden gewesen? Und wieder auf einer anderen Ratsversammlung war er wieder da. Aber es begab sich eines Tages, dass die Gottessöhne wieder kamen vor den Herrn. Ich habe die Erde hin und her durchzogen. Und der Herr sprach zu dem Satan, Hiob 2, Vers 1, Vers 3, hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Aber du hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Haut für Haut und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zu dem Satan, siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis zu seinem Scheitel. Wir wissen, das wird entfiel und es kommen später auch die Freunde Hiobs und sagen ihm, lass deine Sünde sein, dann geht es dir wieder gut. Weil man zu der Zeit glaubte, wer sündigt, der wird von Gott sofort gestraft. Wer krank ist, der ist ein Sünder. Wir wissen, dass es nicht so ist, aber damals man glaubte es zum Teil und die Freunde auch. Und wir wissen ja, am Ende musste Hiob noch für die Freunde bitten, damit sie vor Gott Gerechtigkeit erlangten. Und der Hiob hat also sehr gelitten. Er hat so gelitten, dass er mitten in dem Leiden sagte, wäre ich doch gar nicht geboren worden. Wäre ich doch in meiner Mutter Leib geblieben. Und die Not war groß. Und dann seine Frau sprach zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit, sage Gott ab und stirb. Sage Gott ab und stirb. Er aber sprach zu ihr, du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes empfangen vom Gott und sollen das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen.
Und ich glaube, dass in dem Hiob das Bild Gottes, was durch die Sünde verletzt war, schwach geworden ist, hier anfängt aufzuleuchten. Und auch wir sollten einmal in einer stillen Stunde darüber nachdenken, wie ist es, wenn Gott uns etwas zukommen lässt, was wir nicht wollen, und wir wissen, es ist letztlich nicht Gott, sondern es ist immer der Böse, der uns bedrängt, weil er letztlich Christus vernichten möchte. Es ist ihm nicht gelungen auf dieser Erde und es wird ihm auch nicht gelingen. Aber es gibt auch andere Prüfungen und Anfechtungen. Eine dieser Anfechtungen können wir lesen im Psalm 73. Da fragt der Asaf: Sollte es denn umsonst sein, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Vers 13. Sollte es denn umsonst sein? Wir sagen immer, wir wollen immer alles etwas haben. Was bringt es mir? Was nutzt es mir? Ich sprach letztlich mit einem jungen Mann, der überlegt, was er beruflich machen sollte, und versuchte ihm zu erklären, dass der Beruf ja ein Leben lang da ist und man Freude an dem Beruf haben muss. Ah, sagt er, das ist zweitrangig. Zuerst gucke ich mal, wo ich am meisten verdienen kann und dann, welche Leistung ich bringe. Und dann mache ich das. Ja, und die Freude? Ja, wenn ich das Geld habe, brauche ich keine Freude. Aber ich glaube, es ist umgekehrt. Wir sollten erst sehen, welche Möglichkeiten wir haben und dann auch als junger Mensch den Beruf erwählen, der uns Freude macht und da das Beste draus machen. Und wir sind ja auch nicht zu allem befähigt. Und so überlegte sich nun der Asaf, er sieht, dass es den Bösen so gut geht. Ich darf ein paar Texte lesen. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reines Herzens sind. So beginnt er. So wie einer, der sagt, ich war Skilaufen und bin da in eine Spalte geraten. Aber es ist nichts passiert. Aber dann berichtet er über das, was war. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten. Und wenn wir die anderen Texte dazu lesen, dann heißt das, ich wäre bald so weit gewesen, dass auch ich das getan hätte, was die Gottesverächter tun. Dass sie Götzen anbeten, dass sie Dinge tun, die Gott nicht will. Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum prangen sie in Hoffart und hüllen sich in Frevel. Sie brüsten sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was ihnen einfällt. Sie achten alles für nichts und reden böse. Sie reden und lästern hochher. Was sie reden, das soll vom Himmel herabgeredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum fällt ihnen der Pöbel zu und läuft ihnen zu Haufen wie Wasser. Sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? Siehe, das sind die Gottlosen. Die sind glücklich in der Welt und werden reich. Soll es denn umsonst sein, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Hier spricht es von dem Lohn, den auch er erwartet. Lohn der Nachfolge. Bei dem Hiob wisst ihr ja, dass am Ende alles gut ging. Er kam vielfach alles zurück. Und er wurde reicher, als er jemals gewesen ist und starb in Frieden und sah noch Kinder, Enkel
und Kinder der Enkel. Dann spricht er hier weiter, der Asaf: So sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Er hatte einfach die Not. Er sagt, ich lebe so, wie Gott es will. Und doch die anderen, die Gott ins Gesicht sagen, die ihn verleumden, ihn beschimpfen und so weiter, denen geht es gut. Er erwartete, dass Gott sofort handelt. Aber wir wissen, dass Jesus sagte im Neuen Testament, lass das Unkraut wachsen mit dem Weizen, als es darum ging, das Böse auszurotten, damit ihr nicht den Weizen mit ausreißt. Und dann, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. In das Heiligtum Gottes. Es wird wohl nicht der Tempel gewesen sein, sondern er ist in die Nähe Gottes gekommen. Wie wir auch, wenn wir in Not sind, zu Gott kommen dürfen und sagen, Herr, zeige mir, was recht ist. Und Römer 8, Vers 16, der Geist Gottes sagt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und Gott kann durch seinen Heiligen Geist auf unseren Geist wirken und auf verschiedene Weise das uns erfahren lassen. Und wie geht es mit dem Asaf zu Ende? Der Asaf hat auch ein Bekenntnis. So wie Hiob. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Wenn ich das auch nicht verstehe, ich bleibe doch bei dir, denn du gehörst zu mir. So wie Eltern sagen, du bist mein Kind, auch wenn du etwas tust, was nicht richtig ist. Du bleibst mein Kind. Und hier sagt das Kind zum Vater, ich bleibe dennoch an dir, auch wenn ich es nicht verstehe. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst alle um, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all sein Tun. Heute gilt allgemein, was wird mir, was nutzt, wir haben es eben schon gesagt, was bringt mir den meisten Gewinn? Und dieser Gedanke ist nicht neu. In Matthäus 19, Vers 27 heißt es, da fing Petrus an und sprach zu ihm, zu Jesus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Was wird uns dafür gegeben? Wir meinen immer, Gott erwartet, dass wir ihm so folgen, und doch hat er bereit einen Lohn. Er erwartet auch etwas, aber er hilft auch. Und so ist es auch mit der Telefonnummer Gottes. Kennt ihr die? 50:15, Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not und ich will dich erretten. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Wie der Teufel zu Jesus gesagt hat, stürz dich von der Zinne, denn Gott hat gesagt, er wird dich behüten in allem. Dass da steht, auf allen deinen Wegen, hat der Teufel weggelassen. Und wenn wir an die Telefonnummer Gottes denken, müssen wir auch denken, was davor und danach steht. Erfülle dem Höchsten deine Gelübde und dann rufe mich an in der Not. Und ich will dich erretten und du sollst mich preisen. Es geht also darum, dass wir den Willen Gottes tun wollen. Und wer von euch Gott etwas versprochen hat, der sollte es tun. Gott hat nicht verlangt, dass wir ihm ein Gelübde abgeben. Wenn wir es aber getan haben, sollten wir uns bemühen, dieses Gelübde umzusetzen.
damit wir Gott wieder näher kommen. Heute Morgen sprach ein Bruder in der Lektion von einem Kalenderzettel und ich möchte auch gerne einen vorlesen, hier in diesem Zusammenhang, im Zusammenhang der Lohn der Nachfolge und was wird uns dafür gegeben. Wer euch einen Becher Wasser zu trinken gibt, deshalb, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unvergolten bleiben. Wie schnell ist das Urteil gefällt? Der ist ja gar nicht richtig Christ. Erstaunt müssen die Jünger von Jesus zur Kenntnis nehmen, dass Jesus anscheinend auch durch Leute wirkt, die ihm nicht so nachfolgen, wie die Jünger sich das vorstellen. Vielleicht gehört der Mann zu denen, die Jesus vertrauen, aber mit der Kirche ihre Probleme haben. Oder er braucht schlicht noch mehr Zeit, um die Konsequenzen zu ziehen und Jesus ganz nachzufolgen. Eins ist klar, was immer ein Mensch im Vertrauen auf Jesus tut, ist nie umsonst. Wenn einer Geld für die Mission spendet oder als Freiwilliger in der Kirche mitarbeitet, einfach weil er Jesus oder das Wirken der Christen gut findet, so wird sich das lohnen. Zumindest unseren Dank schulden wir ihm. Und wer weiß, vielleicht verhilft ihm diese Reaktion zum ersten Schritt in die Nachfolge. Das ist auch Missionsarbeit. Ich möchte euch fragen, kennt ihr das Lied Nummer 539? Meinem Gott gehört die Welt. Wenn ihr das kennt, würde ich das gerne mit euch singen oder ich lese euch den Text vor. Wer kennt das Lied? Kennen wir das Lied? Fragen wir unseren Organisten, der weiß das. 539. Kennen wir es nicht? Dann darf ich es euch vorlesen. Es geht darum, dass Gott alles gehört und er über alles herrscht. Meinem Gott gehört die Welt, meinem Gott das Himmelszelt. Ihm gehört der Raum, die Zeit, sein ist auch die Ewigkeit. Und sein Eigen bin auch ich, Gottes Hände halten mich, gleich dem Sternlein in der Bahn. Keins fällt je aus Gottes Plan. Wo ich bin, hält Gott die Wacht, führt und schirmt mich Tag und Nacht. Über Bitten und Verstehen muss sein Wille mir geschehen. Täglich gibt er mir das Brot, täglich hilft er in der Not, täglich schenkt er seine Huld und vergibt mir meine Schuld. Lebe ich Gott, bist du bei mir. Sterb ich, bleib ich auch bei dir. Und im Leben und im Tod bin ich dein, du lieber Gott. Und wer das bejaht, den bitte ich mit mir zu sagen, Amen. Amen. Petrus hat gefragt, was wird uns dafür? Und der Herr Jesus antwortet, da fing Petrus an und sagte zu ihm, siehe, Matthäus 19, 27. Da fing Petrus an und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was bekommen wir dafür? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt der Welt, wenn der Menschensohn auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird es 100-fach wieder empfangen und das ewige Leben erben. Wer um meinetwillen, darum geht es immer, wer um Christi willen, wer um der Gläubigen willen etwas tut,
der soll es erhalten. Aber jetzt sagen wir, na ja, das sagt man so, das ist ein Versprechen. Ich möchte das erfahren, so wie der ungläubige Thomas, der gesagt hat, wenn ich nicht meine Hand in seine Seite lege, wenn ich ihn nicht berühre, dann glaube ich nicht, dass er auferstanden ist. Und wir wissen, der Herr Jesus erscheint in der Runde, aus Angst hatten sie die Türen verschlossen, aber er steht da und sagt, komm, Thomas, leg deine Hände in meine Seite. Aber wir wollen ja etwas sehen und greifen. Und der Herr gibt uns etwas zum Sehen, zum Greifen. Malachi 3, Vers 10 ist so eine Verheißung Gottes, eine, die wir prüfen können. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Segen herabschütten die Fülle. Unsere Kinder kennen das teilweise. In der Bibel, Menschen in Gottes Hand, ist ein schönes Bild, wo wir sehen, wie ein Reicher an einem Festtag Geld, Münzen, Gold aus dem Fenster wirft. Und die, die es aufnehmen, haben wieder für eine gewisse Zeit Essen, Trinken, haben zum Leben. Das ist der Segen, der herunterkommt. Und von den Älteren werden sich vielleicht erinnern, ich glaube, es war das Jahr 1982, 83, sind wir als Gemeinde nach Holland gefahren, zu diesem Heiligland, so ein Freilichtmuseum. Und auch da kann man das sehen, dass das dargestellt ist. Und wir haben dann unter diesem Fenster auch über diesen Segen gesprochen. Es heißt, bringt aber die Zehnten in voller Höhe. Und dazu möchte ich gerne etwas sagen. Wer um meinetwillen etwas tut, wird etwas bekommen. Und wer den Herrn prüfen will, der muss das tun, was da steht. Bringt die Zehnten in voller Höhe. Brutto oder netto? Wovon gebe ich den Zehnten? Von dem, was übrig bleibt, wenn ich meine Versicherungen bezahlt habe, wenn ich meinem Freund ein Geschenk gemacht habe und so weiter? Oder woraus soll ich den Zehnten zahlen? In voller Höhe heißt, und der Herr Jesus hat uns das Beispiel gegeben, der Text war übrigens auch in der Lektion, wo sie ihn hinters Licht führen wollten und sagen, ist es recht, dass wir dem Kaiser Steuer zahlen? Und da sagt er, jetzt haben wir ihn. Wenn er sagt, du sollst dem Kaiser Steuer zahlen, dann stellt er sich gegen das Volk. Und wenn er sagt, du sollst keine Steuer zahlen, dann ist er auch dran, denn dann nehmen ihn die Römer. Und das sagt der Herr Jesus, zeigt mir die Steuermünze, er sieht sie an und sagt, was ist hier für ein Bild drauf? Ja, das Bild des Kaisers. Ja, dann gib dem Kaiser was des Kaisers und Gott was Gottes ist. Und ein anderes Mal ging es auch um den Zehnten, da sprach er mit den Pharisäern. Sie verzehnten Minze, Dill und Kümmel, jedes Körnchen. Und da sagt der Herr Jesus, das ist richtig, was ihr tut, aber das Wichtigste im Gesetz, die Barmherzigkeit, die Gerechtigkeit, die lasst ihr zurück. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Das heißt, der Herr Jesus spricht auch davon. Und wovon ich Steuern zahle, davon gebe ich dem Herrn auch den Zehnten. Und das, glaube ich, ist richtig so. Denn sollte ich den Staat vor Gott ziehen, das ist nur etwas zum Nachdenken, brutto oder netto. Und ein Prediger hat einmal gesagt, willst du brutto Segen oder netto Segen? Ja, aber hier spricht der Herr, bringt ihn in voller Höhe, das heißt, wie er es verstanden hat. Und ich denke, so ist es.
Und das zweite heißt, auf dass in meinem Hause Speise sei. Das heißt, der Zehnte ist zur Evangeliumsverkündigung gedacht. Die das Evangelium predigen, sollen sich auch vom Evangelium nähren. Das heißt, die das Evangelium treiben, eigentlich vom Grundtext her. Und so soll der Zehnte nur verwandt werden für die Evangeliumsarbeit. Er ist nicht da für den Tierschutz oder andere Sachen, die uns einfallen. Und dann das Wesentlichste. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth. Prüfen können wir den Herrn. Und da darf ich euch aus meinem Leben eine Geschichte erzählen. Ich hatte Bibelstunden mit einer Dame mittleren Alters. Ihr Mann hatte eine Forellenzucht und so in einem schönen eigentlich Gebiet, wo man sonst nicht bauen durfte, hatte er sich ein Häuschen gebaut, war sehr schön und hatte da seine Forellen. Und wir hielten die Bibelstunde. Wir standen am Tisch, saßen am Tisch und der Mann saß an der Seite und hörte zu. Und da versucht man natürlich immer, wenn man jemand vom Wort Gottes berichtet, dass man die Familie einbezieht. Wenn jemand sich zu Christus bekennt, dann sollte er auch in seiner Familie Widerhall finden. Meiner Meinung nach, und ich habe das immer so gehalten, sollte, wenn man jemand tauft, die Familie zumindest nicht Nein sagen, sondern sagen, ich bin damit einverstanden. Schafft man sicher nicht immer, aber man sollte sich bemühen. Und so saß der Mann daneben, ich muss mal einen Schluck trinken. Und hörte zu. Und natürlich, wenn man die Botschaft der Bibel verkündigt, verkündigt man alles. Und dazu gehört auch die Verheißung, die Gott gegeben hat. Prüf mich. Und ja, dann war das, nachher sprach er so mit mir. Und ich ihm, ja, sagte, ich glaube auch an Gott. In jedem Baum, in jedem Strauch, überall ist für mich Gott. Das heißt, er war in der ersten Stufe der Gotteserkenntnis angekommen. Dass er weiß, Gott ist da, Gott hat geschaffen, aber den persönlichen Gott, den hatte er noch nicht gefunden. Und dann waren wir einmal alleine und da sagte die Frau, ich würde ja gern den Zehnten zahlen, aber ich darf es nicht. Mein Mann hat es mir strikt verboten. Ja, sag ich, das ist richtig. Sie sollten auch nicht das Geld ihres Mannes, der ja das Geld verdient, wir wissen ja so, die Hausfrau gilt ja manchmal weniger, aber ohne die Hausfrau könnte der Mann auch sein Geld nicht verdienen. Das ist so. Und dann, ja, ich kann ja nicht, ich darf nicht. Ja, haben Sie überhaupt kein Geld? Nein. Bekommen Sie Taschengeld von Ihrem Mann? Ja, ich bekomme 50 Mark. Taschengeld im Monat. Ist das Ihr Geld? Dürfen Sie damit machen, was Sie wollen? Ja, das ist Taschengeld für mich. Und sage ich ja, von diesem Taschengeld, versuchen Sie es einmal. Geben Sie Gott den Zehnten. Sie gab den Zehnten in der Gemeinde ab und wir machten die Bibelstunden weiter. Sie wurde nachher Glied der Gemeinde. Ihr Mann akzeptierte das auch, es war gut. Und dann kam es irgendwie mal, dann hatte ich sie mal wieder besucht. Und dann sagte ihr Mann, fragte seine Frau, hast du den Zehnten schon bezahlt? Oh, sag ich, ja? Ja, sagt der Mann, sie haben meiner Frau damals das gesagt mit dem Taschengeld. Und mir sind sonst so und so viele Tiere verendet und das konnte ich dann nicht verkaufen und das hatte ich. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, versuchen wir es doch mal. Ich nehme meinen Rohgewinn, also Gewinn vor Steuern heißt das dann, und zahle davon den Zehnten. Ehrlich, sagt er, wenn dann natürlich so 98 Pfennig rauskommen, runde ich natürlich auf.
auf 5 Mark oder so. Ja, gut. Und sagte, und was glauben Sie? Danach, es klappte alles wunderbar. Und jetzt muss ich meine Frau daran erinnern, denn die verwaltet die Kasse, dass sie ihren Zehnten zahlt, unseren Zehnten. Gott hat uns gesegnet. Und doch glaube ich, dass Gott nur in der Natur ist. Aber ihr seht, das ist die Erfahrung. Und den Lohn, den Gott uns geben will, versucht es einmal. Versucht es einmal und ihr werdet erleben, dass Gott alles zurückgibt. Nicht nur mit dem Geld, sondern auch versucht einmal den Leuten gegenüber, die euch feindlich gegenüberstehen, so zu handeln, wie Gott es will. Dass man, wenn der Gedanke da ist, ach, ich könnte ihn, dass man das dann weglassen und sagen, nein, das tue ich nicht. Sondern schließt ihn in euer Gebet ein. Einmal hilft Gott, wenn der andere will. Er zwingt Gott, zwingt niemand, dann zwingt er ihn nicht. Aber Frieden habt ihr und ihr habt vor allen Dingen den eigenen Frieden. Denn letztlich sagt einer mal, ich habe mich so geärgert. Wer ärgert mich? Ich ärgere mich. Es liegt also auch bei mir, ob ich Gott alles in die Hände gebe oder nicht. Und wir haben eine wunderbare Verheißung in Offenbarung 22, Vers 12. Da sagt der Herr Jesus, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Und der Herr schenke uns allen die große Gnade, dass wir einmal bei ihm sein dürfen, in seinem Reich und seiner Herrlichkeit. Amen. Amen. Ich möchte gerne mit euch aus Psalm 139 beten. Bitte hört genau zu und wenn ihr dazu Ja sagen könnt, dann bitte ich euch, nach meinem Amen, euer Amen zu sprechen, aus dem vollen Herzen. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ich preise dich, dass du mich so vollkommen geschaffen hast. Alle deine Taten sind Wunder. Wie rätselhaft sind mir deine Gedanken, Gott, und wie unermesslich ist ihre Fülle. Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe mich, ob mein Wollen vor dir bestehen kann. Achte auf mich, dass ich nicht auf den falschen Weg gerate, und führe mich auf dem richtigen Weg. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Gott spricht, so sollt ihr sagen, wenn ihr mein Volk segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Es segne dich der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.